Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, die mit unserem Challenge-Projekt mit dem Chrissy. Moin. Moin. Jo, wir sind mal doch in der letzten Folge beim Interview stehen geblieben. Der Herr Kollege hat mich letzte Folge interviewt und jetzt will ich ihn einmal interviewen. Jo, so reden so haben wir, Herr Kollege. Wie sind Sie drauf gekommen? Warum machen Sie das? Wie finden Sie das? Und so weiter. Okay, wahrscheinlich diese Fragen will ich Ihnen beantworten, nachdem ich kurz dem Typen den Arsch versohlt habe, aber warten Sie kurz. Ja, kein Stress. Jo, dabei werden wir einmal schauen, was so ansteht noch. Der Herr Kollege wird das jetzt an. Das ist abgeerntet, das fahren wir dann einmal zurück. Und jo. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Ah, okay, das war mal. Ja, machen wir das mal. So. Jo, dann werden wir warten, bis der Kollege da ist und dann werden wir mal reden. Und vielen Dank für eure Unterstützung, einfach was ihr so leistet. Das freut mich einfach, damit es euch gefällt. Und jo. Und jo, dann gehen wir mal das verkaufen. Fahren wir mal auf jetzt vorbei. Der Kollege tut wieder Silage verkaufen. Aber nein. Jo, bald machen wir ja keinen Stress. Jetzt haben wir durchgeschlossen. Ja, er hat mehr PS und mehr Leistung in der Fahrt mit der 70 oder so. Und ich fahre nur 43. Oh, aber das macht nichts. Was, Herr Kollege? Was war nochmal die Frage von Ihnen? Wie bist du zu YouTube gekommen? Warum machst du das? Wie viel Arbeit steckst du eine? Und wie bist du auf den Namen gekommen? Und ja, das ist eigentlich, was du mir auch gefragt hast. Wie bin ich zu YouTube gekommen? Das ist wirklich eine interessante Frage, muss ich ehrlich sagen. Jo, das ist echt eine interessante Frage. Natürlich könnte ich jetzt sagen, dass es so wie immer ist, dass ich mir YouTube-Videos angucke, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte früher einfach natürlich auch YouTube-Videos angucken, fand es natürlich cool, was die Leute machen, aber früher muss ich ehrlich sagen, machst du dir Sachen drauf auf dem Laptop, früher noch auf dem Laptop, und nimmst du einfach mal auf und laberst du einfach irgendwas mal rein und lädst dann hoch, muss ich sagen, weil wenn sich die früheren Videos von mir anguckt, denkt man das, ich habe halt einfach nur noch losgelegt, reingequatscht und fertig. Auf jeden Fall, so bin ich zu YouTube gekommen. Natürlich dieses ungefähr so wie bei jedem, dass ich halt bei YouTube was angeguckt habe, aber ja. Wie ich zu YouTube gekommen bin, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ja, das interessiert mir. Da muss ich ehrlich sagen, kann ich gar keine richtige Antwort zugeben, weil ich selber leider nicht weiß. Ich würde mal schätzen, dass mein früheres Ich einfach LS-Profi reinschreiben wollte, weil ja, Profi ist halt Profi, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich mir früher bei dem Namen gedacht habe. Es hätte jeder Name sein können, nee, es muss LS-Profi sein. Natürlich mit IE da dran. Ja. Aber das ist halt genau ein Markenzeichen. Ja. So wie deswegen, bei mir, Chrissy Gaming Hashtag D.
Genau. Dass sie eh ist ein Markenzeichen von mir. Vor allem, ich habe die Community auch selber schon mal gefragt, soll ich mir einen Namen machen? Die Community will eindeutig für den Namen. Also die anderen das halt einfach als Markenzeichen von mir und so bin ich auch stolz drauf. Deswegen, was gibt's denn noch für eine Frage? Jo, wie viel Arbeit steckst du eine? Was machst du? Reden die, die Leute schon an? Was reden die anderen Leute über die? Und jo, so eigentlich, was du mir angeguckt hast. Na gut, das mit dem Anreden muss ich ehrlich sagen. Oder in der Klasse oder so irgendwo, keine Ahnung. Im Privatleben muss ich ehrlich sagen, wurde ich bis jetzt noch nicht angesprochen, dafür halt in der Schule nicht nur einmal, sondern mehrmals, und das nicht nur von einer Person. Deswegen, wo ich aber sagen muss, es hält sich tatsächlich in Grenzen. Eher Positives Fragen, oder Negatives? Positiv also oder negativ? Sagen, es sind wirklich nur positive Sachen. Das weiß dann einfach, wie krass das ist und so weiter und so fort. Also, negativ muss ich ehrlich sagen, habe ich so gut wie noch gar nichts über mich gehört. Es ist meistens eher genau das Gegenteil. Also, eher da sprechen meistens schon Respekt aus dafür, was ich muss, was ich ehrlich sagen muss. Was ich schön finde, dass die Leute das auch wirklich respektieren, weil das ja wirklich ein Hobby von mir ist, dass dann so ein Hobby halt einfach respektiert. Wobei man ja ehrlich sagen muss, dass heute halt die YouTuber viel schon die Promis von früher sind. Wenn man guckt, wie, was heute halt YouTuber auf Beine stellen und so weiter, aber ja, das wäre jetzt soweit die Antwort. Was hast du noch? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Erzähl doch ein bisschen so, was du machst. Was ich mache? Ich mache YouTube. Ich muss ja ehrlich sagen, was ich ehrlich sagen muss, ist, wie ich früher überhaupt das Team gekriegt habe. Das war nämlich ehrlich mal so eine Sache. Das Team kam ja eigentlich von meinem emotionalsten Projekt hier auf dem Kanal, nämlich das Story-Projekt, wo die Story dazu kam, wie das Projekt entstanden ist, war nämlich einfach, dass ich um meinen Romy früher dahingesetzt habe, einfach gesagt, da war nämlich früher mal Hashtag Werbung von Mike Manus, das Two-Fine-Projekt war da nämlich angefangen, da hatte ich natürlich, ich als schlau Kopf hatte da nämlich natürlich Bock, weil das wirklich ein Top-Projekt war, hatte ich vor, auch sowas ähnliches zu machen, da habe ich tatsächlich meinem Kollegen gesagt, ja, so und so und so und so ist das. Und dann wollte ich das halt auch so machen. Dann haben wir uns zu zweit hingesetzt, haben uns ein Mem rausgesucht und haben da halt einfach das aufgenommen. Und dann kam halt nach und nach die Routine eine oder so irgendwie. Die Routine, die Charaktere und so. Dann kam halt einfach. Das geht ja eigentlich noch im Gegensatz zum letzten Mal 75.000. 4.000 ist aber auch schon wieder grenzwertig, ey, Alter. Ja, das müssen wir mal hier. Auf jeden Fall hatte ich dann tatsächlich, kam da dann nach und nach ein paar Leute, was ich krass fand, dass überhaupt Leute kamen. Und wo dann wirklich die Hauptleute kamen, das war tatsächlich, da habe ich ein Community-Action früher mal, also einen Bock gehabt. Und dann kam natürlich. Im Stream haben mich Leute angeschrieben, können wir auf den PC, wir wollen gerne machen. Und dann kamen einfach Leute drauf. Und so stand dann einfach großteilig dann halt einfach das Team. Aus dem Community-Action, weil die Leute einfach Bock hatten, mitzumachen. Jo, das freut mich einfach, damit sind die Leute gefolgt. Weißt du, wie ich meine, du steckst da verdammt wohl Arbeit rein. Deswegen, weil man muss es ja mittlerweile so viel ziehen. Gute Leute heute zu finden, das merke ich jetzt mittlerweile richtig schwer, weil ich habe ja auch leider auch so viel, muss man sagen, es gibt leider nicht nur Positives, es geht um Negatives, ich habe leider auch ziemlich viele gute Leute verloren, deswegen muss man da schon gucken, aber halt diese Leute zu ersetzen ist halt heutzutage echt schwer, wenn du echt gute Leute hast, ist eigentlich echt schwer zu ersetzen.
Und übrigens muss ich kurz einmal einhaken, wenn jemand bei mir ins Team kommen will oder zu uns gemeinsam ins Team, der schreibt gerne mal in die Kommentare, der kann dann gern einmal sich bewerben, weil wir es brauchen, wir täten ein paar brauchen, oder ich zumindest ein paar, die können dann auch beim Justin vorbeischauen. Oder wir machen eigentlich auch gemeinsam ins Team, würde ich sagen, oder? Ja. Und ja, ich bin schon gespannt, was sich so in der Zukunft ergibt, so gemeinsam als Team, was wir so erreichen werden. Da bin ich echt gespannt drauf. Da war auf jeden Fall gut was vor. Ich werde mir jetzt... Käse-Auto ist. Was? Oh nee. Was kauft dann sich schon wieder? Oh Mann, okay, wie scheiße hier. So, passt schon. Der Selu hat aber immer ein größeres Werkzeug, oder? Ein Glas Rauchenwerkzeug mit einem Horsch Pronto. Geht nur größer, nicht kleiner bei denen. Hm, da steht übrigens noch ein Cargo-Ladewagen mit einem Fan davor. Uiuiuiui. Boah, das war knapp jetzt. Und jo. Und jo, so ah, ist. Ich muss noch mal kurz. Ja? Ja, machen wir es gleich. So, kurz noch. Jo, so ist eben halt die kleine Story hinter jedem kleinen Hobby-YouTuber, der anfängt. Und jo, wenn ihr noch Fragen bzw. Was wissen wollt, schreibt das gern in die Kommentare. Natürlich schaut es gern bei ihm vorbei, schreibt es ihm noch was in die Kommentare. Und jo, dann würde ich sagen, schauen wir mal, damit wir den Anhänger jetzt schön einpacken da. Und da müssen wir mal kurz den Stroh bekramen. Jo, dann schauen wir weiter. Gleich mal kurz. Uiuiui. So. Passt. So, du weißt was da. Na, hat sich erledigt. Passt schon. Passt. So. So. Wenn Sie nur HT-Wahlen schneiden wollten, reden Sie gleich weiter. Ja, jetzt mal einen Moment. Geh die Luzi und die Luzi geht ab. Mhm. Fahren wir mal hier rein. Die Luzi fahren. Ansonsten, wie läuft es bei dir im Privatleben so? Gut, gut. Du wohnst aber sicherlich noch bei deinen Eltern, oder? Ja, sicher. I'm a cry. Du würdest sagen. Und wie läuft es im... Oh ne. Wird ja nicht warten. Was ist los? Schon zu privat. Ich kann auch jede Frage offen und ehrlich stellen, oder? Jo. Wie läuft es in dem Liebesleben so? Jo, geht so. Was geht so? Hä? Hä, was denn? Wie geht so? So? Ja, ich hab mir doch den Dings auch gemietet. Wirklich? Ja, warum geht das denn so? Hau mal raus, was ist denn los, mein Guter? Nix. Hä, es ist ja nix los. Was soll denn sein, wenn was los wäre, hätte ich schon erzählt. Die Scheiße kann man gar nicht mieten. Was denn? Jetzt habe ich verpackt. Was ist verpackt? Warten Sie mal kurz, ich muss kurz mal was gucken. Ich muss das kurz mal überbannen. Ja, ja, kein Problem. Kein Problem. Alles kein Problem. Oh, wenn das Ding nur kaufen kann.
Ah ne, das Ding ist verbuggt. Ach, wir haben ein verbuggtes Ding auf der Map, das heißt mein kompletter Plan, ne, wird nach hinten geworfen. Der Käsewagen ist verbuggt. Wo ist der Käsewagen? Kaufen und auch nicht mieten. Zum Käse produzieren. Müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es ja was im in der Look-Datei wieder ein Problem. Will ich mal ja, hier steht auch schon Error in der Log, deswegen. Das ist nicht so geil. Jo. Aber das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Schaut beim lieben LS-Profi vorbei, schreibt einen netten Kommentar und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bei Ihnen natürlich und bei mir natürlich auch. Oh. Und dann würde ich sagen, Schatz, denkt voll wieder bei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.